Wir den Pidgey gleich hoch. Pidgey, Feder. Dankeschön. Jetzt holen wir uns gleich die. Nein, das war auf der anderen Seite zu nah. Okay, geht noch. Ja. Dankeschön. 21. Sehr cool. Sehr cool. So. Ja, hör auf hier. War nicht so ein Wind, Kollege. Finden hier aber viele, Mensch. Hm, da hinten kann man wieder hoch. Ja. So, ich kann mal kurz die Nase putzen hier. Ich rolle jetzt noch kurz zur DNA-Transformation und dann... Hallo! So, dann putze ich mir mal ganz kurz die Nase. So, bleib wieder da. Mensch, jetzt benehmt euch doch mal, ihr zwei. Wenn man eine Sekunde nicht da ist, dann schon mal die wieder Blödsinn. Alle beide. Ja, bereits von uns. So, welcher ist denn näher? Der über uns dürfte eigentlich am nächsten sein. Hallo! So. Das wäre jetzt für mich das Einzige, was Sinn macht. Und wir kommen ja auch hier hoch. Ah, aber wenn wir auf die Gegner drauf springen, können wir uns das sogar... So, dann müssen wir jetzt hier nur mit der Plattform fahren. Es würde auch Sinn machen, für was es die zweite Plattform hier gibt. Weil die ist eigentlich überflüssig. Ah, nein! Ah. Jawohl! Bring mir das, dann gibt es eine dicke Umarmung. Also wie keine Umarmung. Mann, da war da eine Hose und kein Hut. Okay, das heißt aber. Es gibt noch Minimum. Aber auf deinen Kopf, du hast nicht anders verdient. Absolutes Minimum noch so ein Haufen irgendwo. Ich wüsste jetzt aber ehrlich gesagt nicht wo. Oh, Plattformskarte. Nein. Ach, verdammt. Oh, Mann. Das war jetzt doof. Das ist ein Fisch. Können wir den Fisch? Ne, das ist kein Fisch, ein Stein. Okay, wir gehen mal zu dem. Irgendwie alle was anderes? Warum bringen wir denn keiner meinen verlorenen Hut? Okay, der andere hat eine Mütze gesucht und wir haben jetzt eine Hose gefunden, wenn ich das richtig verstehe. Oder richtig mitgekriegt habe. Ja, schneller, komm. Zack, 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 zack. Hallo. Ja, wir sind bereit. Aber die ist nicht wasserfest, Kollegin. Da müssen wir mal dran üben. Ah, das ist ärgerlich. Boost, ui, Boost. Ah, mit dem Zeitspann hier. Für alle, die sich so wundern, warum ich immer so rumspringe, damit kann man einfach besser lenken. Na, oh, das könnte doch nicht wahr sein. Ah, verdammt. Okay. Alle guten Dinge sind drei, sagt man ja so schön, ne? So, und nochmal. Ist ja nicht so, dass wir das schon kennen, ne? Aber. So, Frau Doktor, wir müssen jetzt aber mal reden, ne? Das klappt so nicht. Ich habe da zwei Sachen. Erstens, wieso ist deine DNA-Transformation nicht wasserfest? Und zweitens, wieso gefriert dein Kopf Wasser nicht? Hm? Kannst du mir das erklären? Kannst du mir das erklären? Nee? Okay. Ja, danke schön. Gab's in der Höhle ein? Muss ich mal schnell nachgucken. Also, hier gibt's auf jeden Fall einen Schneemann. Aber gab's ja auch einen Schneehaufen, den wir wegmachen können?
Ja, bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Ja, na klar. Und da ist ein Hut drin. Bring ihn mir zurück. Ja, das war ein Hut. Und wir brauchen noch eine Mütze. Wenn ich das richtig verstanden habe. Also gehen wir zu schnell das andere holen. Und dann haben wir alle drei, von denen ich jetzt weiß. Für alle drei muss es doch ein Pechi geben. Hallo? Ja, bitte. Das sieht so doof aus. Das kann ja nicht die einzige. Aber gut, in der ersten Welt hat man, glaube ich, auch nur eine Aufgabe, ne? Das war, ja, ich glaube, das war nur eine Aufgabe, die wir als Pflanze erledigt haben. War ein bisschen einfacher wie hier. Was haben das? Wenn die Räder drehen durch. Ja, bam! Ah, das ist mein Hut, bring ihn mir! War der nicht hier, der Schneemann? Ah, ne, der steht ja unten auf der Plattform. Wo genau war das? Federn! Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön! Da ist es! Hallo? Na, da oben bitte. Dankeschön. Hallo? Na? Au, ihr beiden Landratten, ihr habt mir den Tag gerettet. Endlich ist Shiva E. Timbers frei, um die Meere wieder unsicher zu machen. Ja, aber das könnte ein bisschen warm sein, so mehr. Also würde ich jetzt mal so behaupten. So, dann gehen wir dem letzten noch was bringen. Und dann können wir da hoffentlich ein Pechi dafür. Hallo Kollegen, tschüssi. So, hopp. Und rein. So, ich trinke mal schnell ganz, ganz, ganz fixen Schluck. So, fast gar nicht gemerkt. Nee, 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 mein Freund. Weißt du noch ein neues? Den nehme ich. Aber wir sind gerade sogar voll. Okay. Hallo, Schneemann. So, hallo. Ah, ein Windstoß ist gekommen. Hat mir den Hut genommen. Hä? Mal sehen, was wir haben. Das heißt, uns fehlt noch ein Schneehaufen, was auch bedeutet, uns fehlt noch ein Schneemann. Gab es am Anfang vom Level ein? Komm, haut ab hier. Zeit mit euch zu spielen. Was haben wir schon gemacht? Mal kurz am Anfang, müsste ja gleich hier sein. Die Beine hochnehmen. Genau. Gab es hier noch einen Schneemann? Und falls nicht, gehen wir auch gleich mal das Level erweitern. Ganz erweitern noch nicht alles, aber ich will nicht wieder sinnlos irgendwo hochklettern. Hau ab. So wie in der ersten Welt. Und die erste Welt müssen wir auch noch mal. Ich würde sagen, dann machen wir auch gleich, sonst vergesse ich das wieder. Ah, hier ist es doch. Machen wir das. So, wir können ja. Was war das? Machen wir das gleich. Wir machen das hier noch schnell fertig. Ne, uns fehlt ja noch ein Schneemann. Also fertig machen können wir es eh noch nicht. Wir haben ja noch ein, zwei Stellen, wo wir hoch müssen. Hier waren wir noch nicht. Ja. Aber da vermute ich fast, dass wir die Welt erstmal vergrößern müssen, bevor wir da irgendwo sinnlos hochklettern. Na gut, gehen wir ganz fix raus
und in die erste Welt. Ah, ohne ins Wasser zu fallen. Ja, spitze, oder? War hier noch was? Vielleicht ein Schneemann sogar? War da auch irgendwas? Ja, hier war einer, der mir im Weg steht, ja. Hier war ein Höhleneingang. Hörte der denn hin? Wo führt der denn hin? Ist da wie eine Höhle? Ach, das haben wir ja schon gemacht. Das haben wir auf jeden Fall schon gemacht. Genau, wir haben nämlich das mit die schwarzen Kugeln rausgefunden. Da können wir jetzt auch irgendwo vom Eingang zur zweiten Welt war ja noch was, wo so ein paar Kugeln rumlagen. Und in der ersten Welt, deswegen gehen wir nochmal zurück. Da sind wir nämlich nie weitergekommen. Hallo. Dankeschön. Tschüssi. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal gucken. Immer nochmal gucken. Das lädt. Sehr langsam. Weil die Wasser da lädt. Vielleicht die Kopie von Google. Kopie von Wikipedia. Man weiß es nicht. Es dauert auf jeden Fall ein bisschen. High Worry Towers. So. Ja, ja, komm, geh weg hier. Ja, komm mal. Denn hier wird die irgendwie kaputt kriegen. Ich meine, wenn wir die so betäuben. Ja, komm, geh weg. Au, ja, genau. Nee, wir kriegen die nicht kaputt. Ah, kommt auf! So. Haben wir schon da drüben? Da was? Sieht nicht so aus. Hehe. Ja, bestimmt ein paar Schmetterlinge. Ja, danke schön. So, genau. Hallo? Schmetterlinge? Ah, komm, geh weg. Danke. Danke. So. Eins. Jetzt können wir nämlich hier durchlaufen. So. Und was ist jetzt hier? Ein Ladebildschirm. Das ist natürlich. Ja. Das ist natürlich. Ja, doch, das ist schon ganz schön spitze. Schau dir dein Spiel schon im Pausenmenü an. Okay. Ach, das ist das, was wir wohl letztens versucht haben hochzukommen. Ja, perfekt. Wir haben jetzt einen direkten Zugang von der ersten zur zweiten Welt und hier wollten wir auch hin. Optimal. Darf ich bitte? Danke. So. So, hier haben wir auf jeden Fall ein Page, von dem wir nicht wissen, wie wir rankommen. Und ich weiß gar nicht, was haben wir für Fähigkeiten das letzte Mal gekauft? Schon wieder vergessen. Hab ich echt schon wieder vergessen. Moin. Aua! Was soll denn das? Hier brauchen wir nicht hin. Den nehmen wir mit. Okay, wenn wir neu in die Welt reinkommen, ist das Wasser auf jeden Fall wieder weg. Achso, hier war der Kollege, der Hunger hatte. Verrät der uns, was wir gekauft haben das letzte Mal? Ansonsten finden wir das ja erst in der zweiten Welt raus. Erst wieder in der zweiten Welt. Hey, hallo, Tausers. Muss mal kurz Telefon weglegen. Ah, genau, wir können es trotzdem sehen. Schlürf statt aktiviert, denn die gibt es. Ah, das war das Hochspringen, okay. Ja, kommt bald wieder. Jo, geht klar, Kollege.
Die Feder. Eine Feder. Und wir haben schon wieder über 100. Aber da hinten ist auch was. Das sind auch noch Federn. Mal, ob wir da hochkommen. Ich meine, die Kiste ist ja schon offen, aber irgendwie muss es ja da hochgehen. Ach, und dieser dezent schweinige Mensch, dieses dezent schweinige Schwein, sagen wir so. Ah, guck mal. Hier ist ja jetzt. Können wir jetzt eigentlich die Knöpfe drücken, aber haben wir hier irgendwo ein paar Kanonenkugeln? Ja, liebe Pflanzen, habt ihr auch Kanonenkugeln vielleicht? Die Musik ist so genial. Da muss ja irgendwo ein paar Kanonenkugeln geben. In der Ecke vielleicht? Nee. Ich will schon wieder ablenken. Ich wollte gerade da hoch, ne? Also hier. Wo ist es jetzt? Ich wollte eigentlich schon rumlaufen. Jetzt habe ich schon wieder verloren. Ach doch, da. Da war doch... Der Eingang war doch hier. War das nicht? Ja, hier kommen wir auch hoch. Wenn wir die festpacken, dann kommen wir ja sogar hoch. Und Schmetterling, den Knopf brauchen wir diesmal nicht. Und da geht es nämlich auch hier hin. Moment. Ganz witzigen Moment. Zack. Zack. So. Okay. Aber was bringen mir die Fee? Was bringt mir das hier drauf zu gehen? Bis auf die zwei Federn? Nein, die ich gerne gehabt hätte. Mensch, Schmetterling. Ich will die Federn. Da wird kein Weg dran vorbei, ne? Und klar, oder? Das hier können wir uns im Sprung holen. Weiter eigentlich auch schon. Aber hier oben ist ja noch einer. Mal, vielleicht können wir. Ah? Nein! Danke! Wie soll man denn normal hier hochkommen? Das ist jetzt ehrlich gesagt nicht viel. So, wieder hoch. Uiui. So. Ja, danke schön. Das wollte ich. Und jetzt gucken wir mal nach dieser blöden. Ja, gut, genau. Dieser blöden Wasserstelle hier. Gibt's hier sonst noch irgendwas? Ist das hier ein Rohr? Können wir da vielleicht rein? Wir können unter Wasser die Zunge eh nicht benutzen. Das ist auch kein Rohr. Aber eventuell. Ja. Wir können ja die Bildschirme wechseln praktisch. Oder durch die Teleporter laufen. Ja, liebe Wolke. Verdammt, wo gibt's die? Gibt's auch keine. Ja, liebe Wolke. Wir brauchen jetzt kein Wasser. Wir brauchen kein Eis. Obwohl das mit dem Eis definitiv irgendeinen. Das muss irgendeinen Zweck erfüllen. Ich weiß aber nicht welchen. Da gibt's keine Kanonenkugeln. Die anderen Kanonenkugeln sind irgendwo ganz, ganz da hinten, ganz da oben. Ich glaube nicht, dass wir so schnell so weit. Also, wir kommen schon schnell runter.
Nur vorher ein paar Schmetterlinge essen. Ich würde sagen, wir gehen mal hier lang, oder? Wir benutzen mal einen richtigen auf. Ja, wir gehen mal hier lang. Vielleicht findet man ein paar Kanonenkugeln hier irgendwo. Vielleicht nicht ganz so weit weg sind. Naja, gehen wir nicht um den Keks, Leute. Viele Zeit, um mit euch zu spielen. Wir sind in wichtiger Mission. Schon die blöden Ohren schon wieder. Sind die so furchtbar? Für sie. So. War. Nicht runterfallen. Ja, jetzt stehen wir bestimmt wieder unten vom Berg. Wetten. Nee. Aber. Wo geht's denn hier weiter? Achso, und da geht's ursprünglich lang. Irgendwo teilt sich der Weg und wir müssen in die andere Richtung. So war das doch, oder? Und hier rein. Und hier zur Kanone hoch. Also zum Kartos, heißt der Club? Heißt der Kartos? Ich weiß es nicht. Sieht's aus, als würde wieder runtergehen, oder? War das der Weg? Ich weiß es nicht mehr. Zack, zack, zack. Ja, ja, könnte richtig sein. Ja, genau. Na, Kollege, nee, mit dir wollen wir jetzt mal nicht spielen. Wir wollen das hier und jetzt können wir nämlich hier hochgehen. Hä? Eine Fähigkeit auf dem zweiten Level. Du willst mit uns reden? Hallo, Peachy. Wir sind hier, um dich einzusammeln. Wäre es möglich, dass du da rausrutschst? Ha! Ich bin nie auf die Idee gekommen, das zu versuchen. Ich werde es mal probieren. Ah, du bist so doof. Tut mir leid, ich habe mein Bestes gegeben. Versuch's mal seitwärts? Überknacktes Sammelobjekt? Nein, es ist unmöglich. Aber ihr habt die windige Herausforderung bestanden. Also wird sich dieser Käfig jeden Moment öffnen. Ja. ja, das ist so original. Ja, original Logik. Ja, okay, gut. Guck mal. Ah, komm, hau ab! Blödes Vieh. Ah, ja, genau, rennen wir noch weiter hinterher. Komm. Oh, ihr spinnt doch. Gib mir das. Gib mir das. Ja, komm. Okay. Und so, gibt's hier sonst noch was? Nein. Weil ab hier braucht man ja wieder die Fähigkeiten und einen zweiten Level. Anders kommt man ja nicht her. Also man schummelt oder so. Ich hab keine Ahnung. Man kann sich vielleicht bestimmt irgendwo hochspringen. Obwohl, das hier ist ja eine Fähigkeit auf dem zweiten Level oder kann man die immer kaufen? Man kann aber immer kaufen. Also sonst kommt man ja nicht ins zweite Level, sobald man genug Federn hat. So, schauen wir mal. Was haben wir denn jetzt? Wenn jetzt hier gleich Kugeln runtergerollt kommen, ne? Durch, durch. Ja, komm, hau ab. Gib mir das. Was? Ist das eine? Ah, Kanone. Da fällt mir was ein. Mir hoch? Aber Kanone, da ist da überhaupt was, bevor wir hier hochklettern. Nö. Sieht nicht so aus. Wie gesagt, apropos Kanone, ganz am Anfang, wo unser Zuhause ist, praktisch unser Piratenschiff,
Da ist noch eine Kanone, die Peti verschluckt hat. Und die wird genauso aktiviert wie diese. Oder? Auf jeden Fall was aktiviert. Weil ich bin mir sicher, dass wir hier, dass wir den einfach anzünden müssen. Ne? Und dann spuckt er seine Kanone schon aus. Seine Kugel. Mit dem reden. Kennen wir dich? Hallo, ich bin Blastoi. Vielleicht kennt ihr meinen Bruder Blasto. Er hat eine große Klappe und liebt Kanonenkugeln zum Tee. Wie dir dem auch sei, da ihr gerade vorbeikommt, könntet ihr mir einen Gefallen tun. Seht ihr meine vier Freunde da drüben? Okay, das sind vier Stück. Oh, die kann man sehen. Ein bisschen. Sie haben heute Geburtstag. Ich hoffe, ihr könnt mir helfen, die Geschenke zu liefern. Sie sehen nicht besonders freundlich aus. Ich glaube, einer von ihnen hat dir gerade die Zunge rausgestreckt. Nein, nein. Wir sind beste Freunde. Könnt ihr mir bitte einen kleinen Klaps auf den Rücken geben, damit ich diese wundervollen Geschenke abliefern kann? Ja, von mir aus, aber ich glaube nicht, dass es Geschenke sind. Klar, Blastoi, wir helfen gern. Ja, hervorragend. Könnt ihr mir bitte einen kleinen Klaps auf den Rücken geben, damit ich die wundervollen Geschenke abliefern kann? Ja, man hat gerade schon Ja gesagt, wieso wiederholt sich das? So! Wumms direkt in sein dummes Gesicht. Ich dachte, wir müssen den anzünden. Ah, zack, so. Was für eine Sauerei. Wumms, das ist das letzte Mal, dass sie sich über mich lustig machen. Lass uns verschwinden, Joker. Der Typ ist nicht ganz dicht. Ich habe übrigens wirklich ein Geschenk. Hier oben, es ist da drüben. Was ihr es wollt, wir werden es finden, Blastoi. Und wünschen dir noch einen entspannten Tag. Ja, kleiner Psychopath, ne? So. Wow, ihr macht ja... Was? Errungenschaft? Peachy-Randale. Jawohl, ihr macht ja voll die Peachy... was auch immer. Wenn ihr noch mehr Herausforderungen sucht, erweitert die Großwelt so um... Ja, ja, können wir das schon. So, Dankeschön. Und da gibt es eine... Wieder? So. Gehen wir hier noch hoch. Wenn es ja weiter hoch geht, gehen wir weiter hoch, ne? Macht ja Sinn. So. Oh, hallo. Eine Energievergrößerung. Sehr gut. Ist schon die zweite, nicht? Wow. Wir sind ein bisschen weit oben. Wir gerne so die Welt sehen, so. Mal hier hin. So, Screenshot. Jetzt müssen wir. Wir versuchen mit den Kanonen, das sind nämlich die einzigen, von denen ich weiß, runter zu springen. Also von hier nach unten und dann ganz schnell zum Wasser. Mal kurz gucken. Ja. Ja, komm, hau ab. Du kriegst mich zum Draufsetzen. Aber den nehme ich.